Okay, komm, wir. Wir gehen zu Fuß. Ich glaube, das ist sicherer für Natur und Menschheit. Kommst du? Kommst du? Sie hat halt die Ruhe weg, ne? Sieht so cool aus. Achso, oh. Der Olivenmann. Ich dachte schon, hä, was? Du machst doch alle NPS kaputt. Alle was? Alle NPS? Wie krallt sich das nächste Pferd? Achso, NPCs, ah. Mysterio scheint das Leben hier draußen ziemlich erschwert zu haben. Sehr cool. Sein Name José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon. Oh. Kleiner Napoleon. Lol, das geht nicht. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 2 Jahren. Mein Schniedel ist süßer als der Mann. So, weiter geht's. Du weißt schon, dass ich zu Fuß unterwegs bin. Die geht mir richtig hart auf den Sack, ne? Die geht mir so hart auf den Sack, die Alte. Komm, reite. Macht einen auf cool, aber ist dumm. Der Kommemir hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn es nie zugeht. Du machst mich auch gerade. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Na klar. Ein Charisma ist auf Maximum geskillt. Bis zu deinem Lager. Am Maximum Charisma. Hast du es eilig? Nein, nein. Ist schon gut. Ist ein gutes Training. Ist ein gutes Training. Oh, wäre ich fast nicht rumgekommen. Ich meine, ich kann nur mit A und D X. Oh Gott, du gehst mir auf den Sack. Nochmal richtig krass rumreißen, aber das ist angenehmer, wirklich so mit A und D mit der Maus einfach zu lenken. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Er hat es nicht leicht. Aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Okay. Eso, eso! Eso! Dale, papá. Dale, dale, dale! Okay. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Spann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus. Sieht aus wie Thanos. Unsere Leute müssen lernen, Guerrieros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Herr. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los. Ja, oder, Olivenmann? Das ist aber echt war für Thanos, ne? Der sieht so krass aus wie Thanos, auch diese breite Kinn und auch diese Rillen, also diese... Voll die Thanos nachmache. Oha, wir haben neues Camp, Leute. Oh, we just have a new camp. Und wie lief's? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben. Aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Gut.
gemacht. Sie müssen dich in ihrer Mitte akzeptieren, Danny. Nur so erlangst du ihr Vertrauen. Meld dich wieder. Du bist neu hier. Und zu süß, der Kleine, oder? Ja, der ist traumhaft süß. Ist halt echt toll. So, warte mal, hier machen wir jetzt was anderes, glaube ich. Hier machen wir La Cantina, weiß ich nicht, Fischerhütte. Ah, Fischen war schon ganz geil. Es macht Bock in dem Spiel, warum auch immer. Ich weiß nicht warum, es ist genauso langweilig wie in allen anderen. Aber irgendwie macht das Bock. Ja, keine Ahnung. Guerilla-Stützpunkt. Statte die Guerilla-Kämpfer mit besseren Waffen aus. Eine bessere Ausbildung und... Das hier hatten wir nicht, ne? Wir haben, glaube ich, Versteck gemacht und Bandito-Kaserne, ne? Baue Unterkünfte für deine... Ne, was hatten wir denn? Jagdhütte? Ne, bessere Waffen. Ne, das haben wir gemacht. Die zwei haben wir gemacht. Ah, hier. Das sind auch die Flaggen dran. Ich bin so dumm. Alles klar, dann machen wir jetzt mit Magenlernen sollte man nicht kämpfen. Besuchen Sie die Kantine und tausche Tier und Fleisch gegen Mahlzeiten ein, die dir zeitweilige Stärkung bringen. Weiß ich nicht, ob ich damit spiele. Jagdhütte. Kauft dir Jagdbroschüren mit Informationen zu den besten Jagdgebieten, um preisverdächtige Beute zu erlegen. Dadurch mit Ausrüstung, Waffen und permanenten Stärkung auf. Unterkünfte für die Einsatztruppen der Los Banditos. Verpflichte mehr Rekruten für Los Banditos-Einsätze und kaufe Ausrüstung bei der Bandito-Anwerberin. Moment, kann ich hier Ausrüstung für... Ich glaube, ich nehme das... Ich kann am Ende sowieso alles machen, weißt du? Wäre es nicht dann sogar ratsam, von allen drei Kontinenten direkt am Anfang die Stadtmission zu machen? Dann hat man ja direkt alles, ne? Ja, wobei, nee, ich will wirklich eine Reihenfolge. Also, nee, das machen wir nicht. So, jetzt haben wir hier... Ah, nee, okay, gut, ist einfach nur wirklich Ausrüstung auch für uns. Iranische Pesos? Ach ja, stimmt, wir sind ja komplett pleite. Hallo. Da haben wir nichts mehr. Ja, was mache ich jetzt als nächstes? Angeln? Kochen? Wahrscheinlich bringt uns das Kochen am meisten, also an sich, ne? Aber Jagdgebiete wäre auch nicht schlecht und Fischen wäre auch nicht schlecht. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist schwierig. Also ich werde nicht jetzt dann auch noch auf den mittleren, zu der mittleren Stadt gehen und da mir das holen. Das wäre natürlich am einfachsten, da hat man direkt schon alles. Aber ich will halt wirklich jetzt das hier alles erstmal abarbeiten und dann neue Leute kennenlernen. Das ist, glaube ich, von Reihenfolge her wesentlich cooler. Deswegen bleiben uns die letzten zwei verwehrt. Jetzt die Frage, was will ich am liebsten machen? Das hier bringt uns wahrscheinlich zeitweilige Stärkung am meisten, ne? Wo war das, wo du da bist? Bin gerade lost. Ja, bei den Monteros. Das ist das Montero-Anwesen. Das, was du als erstes gemacht hast. La Cantina. Jag ich? Ich glaube, ich will... Das bringt uns Verstärkung, aber das brauchen wir, glaube ich, eher im Late Game. Deswegen machen wir jetzt hier die Jagdhütte. Oder Fischen. Fischen wäre auch geil. Ich mache erstmal die Jagdhütte. Chakalea, ja, da kommt Seratief. Angelball, aber zuerst wird gejagt. Oh, hey, cool. Mungo-Broschüren. Enten, Wildschwein. Ach, du, gibt's auch. Oh, langweilig. Wildschwein. Ach, du. Oh! Ja! Tiere in der Nähe werden automatisch... Oh ja, der Alter, das ist ein Predator-Helm. Alter, wie wild. Du kannst dich Tieren weiter nähern, bevor sie... Alter, nice. Hä? Da brauchen wir irgendeinen Leder für. Hä, wie nice ist das denn? Aber dann machen wir erstmal noch das hier. So, und jetzt sind wir komplett pleite einfach. Wir sind so richtig hart pleite. Dafür musst du bestimmte Sachen jagen.
Ja, geil. Ich glaube, wir machen im nächsten Livestream mal so einen kleinen Jagd-Livestream, ne? Oh, wie süß. Ich werde es nicht anziehen. Ich werde es nicht anziehen, aber ich will mal gucken, wie es aussieht. Cool. Aber cool, auf jeden Fall. Cool, cool, cool. Die sieht halt lost aus, aber die ist halt gut, ne? Ja, okay, dann würde ich mal sagen, machen wir mit Kali jetzt ein bisschen, ne? PG40 Farm und Schätze. Gehen wir ins Discord. Aber wir machen eine ganz kurze Pause. Ich gebe euch ein Bossmonster. Gab auch schon echte Beschwerden dagegen. Nein, das haben wir heute schon im Livestream besprochen. Peter hat ja eine Petition dagegen eingeleitet. Gegen die Handkämpfe. Aber die machen in jedem Far Cry Teil irgendwas. Im Far Cry 5 war es das Angeln. Beschwerden, ganze Petitionen sind es einfach. So. Wo ist denn hier das Boot für die Mission? Da oben, jetzt ne? Wachen die Oluwas über mich. Hey, du von der Guerilla. Hallo. Komm mal her. Ja, klar. Komm mal ran, Mann. Okay, Mijito, so sieht's aus. Ablehnen. Ich bin Kerola. Echt jetzt? Was ist denn der hier? Wir sehen hier gar nicht. Hier ist plus bei Lola. Nein. Was ist denn jetzt? Ich bin zu irgendeinem NPC gelaufen. Ich will das nicht sehen. Wie, du willst das nicht sehen? Ich weiß, ja, ich kenne das noch nicht. Hä, das hast du als erstes gemacht. Nein, ich war in der Mitte. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ja, dann guck weg. Das kennt hier ja keiner. Wow. Da hast du recht. Was weißt du noch? Dass Napoleon El Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das ihr auf eure Felder sprüht, eure Leute... Ich ja nichts für, ich hab dir nicht angelabert, sorry. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenn es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprüher auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Käfer. Schick mir eine Postkarte. So. Wo kann ich denn jetzt... Ach, bei der da. Komm und kauf was. Da ist er doch. Warum ist sie eigentlich auch hier? Die gehört doch zu den Legenden. Oder vielmehr. Soldados mit dem Kopf in den Matsch zu tunken? So, jetzt aber. Die erste Missy, Schwierigkeitsgrad ändern und diesmal Meisterstufe. Wird jetzt ein bisschen schwieriger. Are you ready? Hallo? Sagt nichts mehr. Als ob es schon 0 Uhr ist. Echt jetzt? Oha! Wild. Ja, machen wir eine Missy und dann machen wir Feiern. Willkommen im Parque Mesozoico. Das kennen wir ja schon, ne? Coño. Nicht zu fassen, dass das alles noch steht. Si. Wären die Soldados nicht hier, ja, würde ich abra... Wird jetzt nur ein bisschen schwieriger. Also Palmi meinte, es wird später auf den höheren Schwierigkeitsgraden richtig ansprechen. Sag mal was. Hallo, Test ist 123, 123. Ja, so ist okay. Ja, ist okay. Sehr gut. Schießt du eigentlich überwiegend auch nur noch mit der Handpistole? Nee, gar nicht mehr. Lola. Echt? Du weißt du, wo das Besucherzentrum ist? Ja, die macht halt immer Instant Headshot. Ich erinnere mich nicht. Hä? Such nach den alten Karten vom Park, da müsste das draufstehen. Ich lass den Taxameter laufen. Was? Echt jetzt? Ich muss dafür bezahlen? Niemals. Aber was dafür bezahlen? Die sagt jetzt. Ich mache halt mit allen Waffen eigentlich Headshot, meistens, überwiegend. Wenn ich den Gegner sehe. Donnie, irgendeine Sondereinheit hat ein paar meiner Informanten geschnappt. Kannst du denen helfen? Klar doch. Weißt du, wo sie jetzt sind? Wir decken Wasser gleich auf dem Rückweg auf, ne? Wir sind halt gut. Okay. Was?
Oh, was? Oh, was? Spawnen die gerade hier? Ich bin tot, oder? Nee. Oh, fuck. Ey, lass dir die Leiche fallen. Ich wollte die nie aufheben. Da, Airdrop. Ey, wo sind die hergekommen mit einmal alle? Die ganze Zeit nicht einer da. Du hast jetzt 7 Leben übrig. Ach so. Oha, okay. Bin ich jetzt schon einmal gestorben oder was? Oder warum steht das da? Oder haben wir es tendenziell? Oha, alles klar. Oh, wo kommen die denn jetzt alle her? Weiß nicht, die waren mit einmal da. Oh, weg da, weg da, weg da. Haben wir zu zweit nur 7 Leben oder hat jeder 7 Leben? Eben 7, ich glaube. Achso, stand am Anfang irgendwo da, aber ich hab's nicht gelesen. Juhu! Ja, vielleicht kann er mein Endlos. Okay. Ja, ja, das wusste ich aber. So, ich habe die Anzeige gerade auch gar nicht wahrgenommen. Vielleicht soll ich meine Klamotten anpassen. Also ich habe gegen Explosiv, ich habe gegen Weichholzmunition. Weichhol? Weichholz? Du weißt schon, was ich meine. Schnucki steht mitten auf dem Feld und zieht sich erstmal um, weißt du? Was sollen denn die Leute von dir denken, die das sehen? Chicharron, dale Chicharron. Chicharron. Ah, jetzt sieht's aus wie ich. Glaube als Team. Als Team? Oha, also wir haben zusammen, glaube ich, nur 7 Leben. Du spielst auf Höhe, gerade wo jeder nur ein Leben hat. Oha. Ja, bis jetzt sind wir ja noch nie gestorben, ne? Links von uns ist wer, rechts von uns ist wer. Bist du hin? Da. Ihre Gegner. Ist doch jemand irgendwo oder nicht? Hört doch jemanden. Bist du das, der labert, oder? Da war sie. So, ich schau mal, es geht gut mit dem Wasser gleich, ey. Ist er tot? Ja, ja. Hast du gut gemacht. Wir müssen aber gucken zum Schluss, dass wir uns im Haus verschanzen, nicht an den Fliegenpilzen. Ah ja, okay, gut. Ja, auf der Konsole ist ja auch leichter, weißt du, Fami. Da hat man Auto-Aim. Ich hab gefühlt noch nicht einmal nachgeladen. Wir sind aber schon da, da vorne das nächste ist es, glaube ich, ne? Oh Mensch, so viele Stühle hier. Setz dich dein Charakter mal hin, oder? Nee, ich bleib überall hängen. So, nochmal nachladen. So, jetzt wird's wieder heftig. Okay, ich hab das Besucherzentrum gefunden. Keine Ahnung, wo das Kühlgerät ist. Scheiße. Kann die mitnehmen? Ja. Also Helis kann ich jetzt eigentlich ganz easy ausschalten mit meinem Raketendinger. Ah, okay. Oh nein, Vögel. Ach stimmt ja, die Scheiße gab's ja auch. Ja, lass einfach rein, oder? Ich mach kurz die Sprengfalle weg. Hab halt einen Dauerschalldämpfer drauf. Ich krieg die auch alle so weggemacht eigentlich. Ohne dass ich hab auch einen Schalldämpfer auf meine eine Waffe hier. Oder? Ja. Ja, dann lass rein, dann löst man sowieso aus, oder? Ich weiß nicht. Ich hätte noch ein Stolperdraht irgendwo.
Ich guck kurz, ob hier Leute sind. Geil, Alter. Piu, 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 alle weg. Ich geh mal kurz aufs Dach und mach da mal noch die weg. Oder auch nicht. Ja, da, da. Fuck. Schlüssel zum Versteck in was? Hier geht sogar Schlüssel, Alter, geil. Hast du das Pegels 240? Hier kommen sehr viel, hier kommen sehr viel. Nee, da. Hä? Hä? Da ist das. Ach, da. Bin gleich soweit. Bin gleich soweit. Bin gleich soweit. Und ich habe es. Okay, gut, 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 gut. Komm mal. So, jetzt müssen wir loslatzen. Ich hab die Waffe. Ich mach mich auf den Weg zu dir. Scheiße, du bist echt gut, Guerrero. Kühl die Waffe im Schatten oder mit Wasser. Oh, und bring mir was aus dem Souvenirladen mit. Ach, das willst du nicht. Ist alles voll mit Blut. So, wo gehen wir lang? Wo wir hergekommen sind? Wo sind wir hergekommen? Keine Ahnung, er fährt gerade hoch, oder? Keine Ahnung. Scheiße, hier ist irgendwo Schatten, Alter. Links Gegner. Bleib kurz im Schatten. Das muss sofort ins Wasser. Scheiße, ich hab's Headset falsch schon mal auf, deswegen sehe ich sie nicht. Erhöhe ich die nicht. Braucht dringend Wasser. Hast du da was bei dir? Komme? Ja, hier. Ja gut, ich komme, ich komme. Oh, ich renne schon. Wo ist denn der andere? Zum Beispiel bin ich richtig blind, Alter. Hä, wo denn? Wo denn? Du hast hier gesagt. Hinten, hier, bitte, hier. Chef, du hast Wasser. Hier. Uiuiuiui. Ich sehe keine Gegner, ich bin blind. Ich bin wie... Oh, fuck. Ich, oh, fuck, Granate. Ich oh, bin... Oh, fuck, 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 fuck. Mann, hier explodiert es die ganze Zeit. Alter, warum explodieren die nochmal? Hier explodiert gerade alles überall, Mann. Ich muss mich kurz heilen. Wo ist denn der Gegner? Hier ist irgendwo einer. Ich bin auch manchmal übel blind und sehe die halt nicht. Ach, mein Vogel ist die ganze Zeit tot. Hä? Kann ich nicht einen anderen Amigo holen? Kannst du, ja. Aber dauert halt, ne, bis der da ist. Ja, dann. Ich kühl nochmal und dann geht's weiter. Bist du da lang? Gerade keine Ahnung. Warte mal, wo sind wir hergekommen? Warte, ich orientiere mich nochmal. Ich bin hier lang, glaube ich, oder? Aber kühl nochmal. Ich brauche das Teil nicht überhitzt. Vom schattigen Weg. Ja, hier geht's eigentlich nicht. Okay, let's go. Oh ja, hier sind Bäume. Achso. Ja, im Endeffekt kann man ja schon fast durchlatzen. Wenn man eine richtige Route hat. Oh, bei mir sind ganz viele Gegner. Ich geh hier kurz in den Schatten. Hier ist Wasser. Wo kann ich das abkühlen? Oh, Gegner. Ah, oh, ich kann so nicht spielen, Alter. Oh, Gegner. So, hab's Headset mal richtig aufgesetzt. Oh, geil, Mann. Aua. Oh, da. Das ist sehr schön. Sind angeblich sind überall welche. Welche, aber ich finde die nicht.
Okay, dann lass mal weiter, würde ich sagen. So, schöne schattige Route. Geht's hier nicht. Okay, hier vorne wieder in den Park rein. Jetzt? Ich glaube ja. Da vorne am besten in den nächsten Park rein. Hast du noch einen General? Auch weg. Okay, hat Wasser schon gesehen, sehr gut. Aua! Wo denn? Wo denn? Das sollte schleunigst ins Wasser. Oh, fuck! Das ist immer heftig, Alter. Oh Gott! Oh Gott, ich stand mittendrin. Bist tot? Naja. Auf einmal waren vorne der raus. Alle. Oh, fuck. Ich hab die Gegner gesucht und dann auf einmal stand wow. Die Gegner. Oh Scheiße! Alles wieder gut. Ah. So, wo sind die jetzt? Da überall! Grüße dich, ich sehe auch gar nichts. Scheiße runter! Wo sind denn die Gegner? Überall, guck auf dem Radar. Hier irgendwo ist einer. So, der andere. Bin am Baum, ich hab ihn schon im Schuss. Okay, sehr gut. Alter. Das ist das einzige Problem an der ganzen Sache. Man sieht nicht, wo die sind. Ja. Okay, Dann suche ich die und auf einmal stehen vier vor mir. Theoretisch da lang. Warte mal, was macht denn die Map? Sagt die Map uns, wo wir sind? Wir sind beim Langhals, ne? Bei dem grünen Punkt oder was? Der Langhals, ja. Wir sind. Ne, bei ja, bei dem grünen Punkt sind wir gerade. Sicher? Ja, oder dann. Wird der Langhals gefressen? Ne, es ist sein Langhals, ne? Ach so. Dann sind wir da oben. Einer. Was? Ach, der da? Ja, dann müssten wir... Aber hä? Nee, wir sind da unten bei dem Langhals, oder? Nee. Wir sind doch durchs Grüne, wir sind doch dann... Nee, ich glaube da oben. Es ist ein... Oder? Es ist ein grünlackierter. Ja, aber der sprüht ja auch kein Wasser oder so. Das ist auf jeden Fall ein grünlackierter. Ja, ist egal, wir müssen weiter in die Richtung. Ja. Und weiter geht's.